Und zwar sind Fortsetzungen ja ganz selten so gut wie das Original. Warum sollten wir trotzdem in Männerherzen 2 gehen, unbedingt? Weil erstmal kann ich wirklich dafür bürgen, dass der zweite genauso gut ist wie der erste, wenn nicht sogar besser. Also okay. Ich kann das auch ganz konkret daran festmachen, dass das Testscreening vom zweiten besser lief sogar als das Testscreening vom ersten. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, das ist nicht wirklich so ein dazu addierter, künstlich hinzugefügter zweiter Teil ist, sondern dass ich die Ideen für diese Geschichten schon beim Schreiben vom ersten hatte und dass ich die damals eigentlich schon skizziert hatte als Bogen. Insofern sehe ich das eigentlich wie einen Film, der eben jetzt nur aufgeteilt in zwei Hälften wurde. Also, okay. Er fängt genau da an, wo der erste aufgehört hat. Also nicht, es sind keine Monate vergangen oder so, ja. Es ist nicht irgendwie künstlich was dazu gedacht, sondern es geht genau da weiter. Und ich kann ja auch noch sagen, dass mir Männerherzen so viel bedeutet, ja, weil ich da so lange dran gearbeitet habe und diese Figuren so sehr liebe, dass ich keinen zweiten Teil gemacht hätte, der jetzt einfach nur irgendwie hinterhergeschossener, irgendein Schund ist, weil ich damit ja nur meinen ersten Teil beschädigt hätte und das hätte ich nicht gemacht. Okay, also wusste die Produktionsfirma auch von Anfang an, dass das eingesetzt ist, auch vielleicht das zweite Teil? Nein, überhaupt, das habe ich niemandem gesagt. Darum habe ich natürlich geträumt. Ich habe darum geträumt, aber es konnte ja auch keiner wissen, dass du, in Deutschland ist es sehr selten, dass du einen zweiten Teil machst, weil du so viele Zuschauer bekommst, dass du überhaupt auf die Idee kommst, einen zweiten Teil machen. Dass sie dann nochmal Geld reinstecken. Naja, das ist sehr selten. Also insofern, das habe ich niemandem erzählt. Das war nur so in meinem, so ein Insgeheim. Okay. Das ist so schön. Teil der Handlung, das haben wir gesehen schon auf den ersten Fotos, die es jetzt langsam gibt, der wird in Heuchelheim spielen. Habt ihr dort aufgedreht oder wart ihr im Moment in Berlin? Heuchelheim haben wir, also Heuchelheim. Heuchelheim haben wir außerhalb von Berlin gedreht. Also okay. Wir sind nicht extra nach Heuchelheim gefahren. In Heuchelheim, wo Till ja wirklich herkommt, Til Schweiger. Deswegen habe ich es auch Heuchelheim genannt, weil Till wirklich aus Heuchelheim kommt und mich gebeten hat damals. Er hat gesagt, es wäre doch lustig, wenn du es Heuchelheim nennst. Ja? Viele Leute haben danach gedacht, ah, Heuchelheim, was haben sich da für einen Namen ausgedacht? Niemand hat sich den Namen ausgedacht, das ist wirklich Tills Heimatort. Aber das echte Heuchelheim hat er selber auch zu mir gesagt, sieht ziemlich scheiße aus. Also das ist einfach ziemlich deprimierend und so weiter und so fort. Verzeihung nach Heuchelheim. Sieht natürlich nicht scheiße aus. Nein, das nicht. Sondern es gibt noch filmisch nicht so viel her. Ja? Einfach rein landschaftlich. Und deswegen haben wir uns ein kleines idyllisches Heuchelheim sozusagen gebaut. Außerhalb von Berlin ist natürlich auch einfacher, weil wir können ja nicht in ganz Deutschland drehen. Und du musst ja bei dem Drehplan alles so schnell wie möglich, so dicht wie möglich schaffen innerhalb von wenigen Tagen. Und deswegen habe ich ein Straßenschild machen lassen namens Heuchelheim und wir haben es auf ein Feld gestellt und im Hintergrund ist ein Dorf und dieses Dorf ist Heuchelheim. Okay. Und es ist natürlich so, übrigens, wenn du noch im zweiten Teil, wenn ich das noch ansprechen darf, Til Schweiger kommt am Ende des ersten Teiles zurück zu seiner Jugendliebe. Ja. Okay, nach 20 Jahren. Happy End vom ersten Teil, ja? Wer könnte ernsthaft daran glauben, dass man nach 20 Jahren zu seiner Jugendliebe zurückkommt und es geht einfach mal so weiter? Da war ein eigenes Leben dazwischen. Richtig. Und so sind eigentlich alle Happy Ends aus dem ersten, wenn man mal drüber nachdenkt. Florian David Fitz und Liane Forestieri versuchen es wieder nach seinem Seitensprung. Aber wird das so einfach weitergehen? Ich weiß nicht. Meine Lebenserfahrung sagt mir, es könnte schwierig werden. Christian Ulmen, der seit Jahren keine Beziehung hatte, keine sozialen Kontakte hatte so richtig, ist in einer Beziehung mit Nadja Uhl zum Schluss. Er hat das Krokodil besiegt, sie schauen sich an. Ist das wirklich ein Happy End? Also wenn man wirklich drüber nachdenkt, dann sind all die Happy Ends vom ersten Teil eigentlich auf sehr wackeligen Beinen. Und da fängt genau der zweite an und führt die erstmal ad absurdum. Und das ist eigentlich nur erdig. Deswegen musste es einen zweiten Teil geben. Weil die Happy Ends eigentlich ein bisschen filmisch, weißt du, du gehst weg, aber wenn du drüber nachdenkst, also wenn du jetzt zum Beispiel drüber nachdenkst, Christian Ulmen muss ja auch irgendwann mal Sex haben mit Nadja Uhl. Ja. Ja? Das also wird so, ja auch im Trailer schon richtig. Und so einwandfrei wird das nicht funktionieren, wenn man so lange keine Beziehung hatte, niemanden hatte und Christian ist ja auch eine Figur im Film, die Leute sehr gemocht haben. Deswegen, wenn man das ganz ernst nimmt, dann wird es nicht so leicht sein, mit Susanne, Nadja Uhl, intim zu werden, die vorher mit Wotan zusammen war, mit diesem sportlichen Fußballproll. Ja, also ich meine, der wird vielleicht ein ziemlicher Arsch gewesen sein, aber wahrscheinlich sexuell nicht gerade jetzt total geschossen. Irgendwas muss funktioniert haben, meine Lieben. Ja. Christian hat ein schweres Erbe anzutreten.
das stimmt. Und ja. Also deswegen sage ich bloß nur, also das ist eigentlich, ist der erste nur ist der zweite nur konsequent, weil er wirklich die Happy End des ersten Mal richtig realistisch weitererzählt. Ja, finde ich. Ja, man hat ja damals auch nach dem Ende des ersten schon noch ein bisschen drauf gewartet, dass die Geschichten fertig erzählt wurden. Schön, dass du das sagst. Das war hoffnungsvoll, das Ende, aber es war noch nicht fertig erzählt. Also das war echt ganz schön. Das muss ich mir merken. War es dann schwierig, die Schauspieler wieder alle zusammenzukriegen? Also auch von der zeitlichen Planung und so jetzt? Von der zeitlichen Planung absolut wahnsinnig schwierig, weil es immer, ist es, bei diesem Ensemble ist es eine Wissenschaft für sich, diesen Drehplan irgendwie so hinzukriegen, weil du hast ja dann auch noch, der muss ja dann auch noch Zeit haben, wenn der andere auch Zeit hat, die müssen geblockt werden, frühzeitig, andere Projekte schieben sich da rum und der, also es ist eine Wissenschaft für sich, aber von der Bereitschaft her hatten alle Bock. Alle wollten mitmachen, alle hatten, weil es war ein Schauspielerfilm der erste. Du hast gesehen, wie viel Spaß es ihnen gemacht hat, wie sehr, wie viel sie in die Figuren reingelegt haben, wie viel Leidenschaft. Und die hatten einfach Lust drauf. Die wollten unbedingt einen zweiten machen. Sehr schön. Wie viel wird denn am Set, wenn ihr da so steht, eigentlich noch improvisiert? Also die kommen dann alle, haben das Buch gelesen, haben es auch gelernt und so. Und wie viel? Ja, man hat sich natürlich davor auch schon, also man hat sich natürlich davor schon mal getroffen. Man hat auch schon geprobt. Manche Sachen, schwierige Sachen. Im ersten haben wir mehr geprobt. Da hatte ich 3 Wochen Probezeit, wo ich einfach mit den Schauspielern ganz ohne Kamera, also alles nur für mich, Szenen durchgeprobt habe, darüber gesprochen habe, viel gesprochen, so wie, was, wo. Eigentlich improvisieren wir fast gar nichts, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich schreibe schon so, und da möchte ich mir selber auf die Schulter klopfen, dass man eigentlich schwierig noch bessere Dialoge improvisieren kann. Ganz ehrlich, das sage ich auch mal den Schauspielern, improvisier nicht, du schreibst sowieso keine besseren Dialoge als ich. Aber ich schreibe ja auch jetzt, im zweiten war ja auch der Vorteil, ich habe gewusst, für wen ich schreibe. Ja. Beim ersten habe ich diese Rollen geschrieben, ich wusste nicht, weil David Fitz war ja zum Beispiel überhaupt nicht so, also klar, ich wollte den haben, aber der musste insgesamt 7-mal zum Casting kommen. Hallo? Der musste 7-mal zum Casting kommen. Und ich musste den mehr oder weniger durchkämpfen, auch mit ihm. Er hat es natürlich, er war brillant beim Casting, aber er hatte einfach noch andere sehr, sehr gute Mitbewerber auch. Und er war noch nicht dieser Name, der er jetzt ist. Ich habe einfach, und mein Produzent wollte ihn auch haben, aber es war nicht so einfach, ihn da durchzukriegen. Er musste sich wirklich durchsetzen. Ja. Und diesmal hatte ich den Vorteil natürlich, ich wusste, ich schreibe für Flo, ich wusste, ich schreibe für Christian Ulm, für Till, für Maxim, für Nadja, für Justus von Donani als Bruce Berger. Da kannst du natürlich nochmal genauer schreiben. Und wenn du dann am Set bist und die Szene entsteht vor dir, dann versuche ich sehr offen zu sein. Und wenn einer noch was anbietet und es passiert noch was, dann lasse ich das erstmal zu. Aber die Kunst ist natürlich, du musst schon das in der Struktur halten. Es darf nicht aus dem Ruder. Diese Szene hat ja einen Sinn, warum sie so geschrieben ist. Da kannst du nicht plötzlich am Set alles wegschmeißen. Ja? Und dann irgendwie sagen, ach, machen wir es mal ganz anders. So leicht geht das nicht. Du musst ja immer im Kopf haben, passt das noch so. Ja, aber bist du als Schauspieler dann nicht auch sogar manchmal ein bisschen im Vorteil, weil du weißt, wie sich schlechte Dialoge spielen, dann noch gute zu schreiben? Sicher, mit Sicherheit. Also das hat ja Flo auch gesagt, zum Beispiel bei seinem, als er den Bayerischen Filmpreis bekommen hat, das beste Drehbuch. Ja. Und das ist ihm, glaube ich, sehr wichtig. Und es ist Schauspielern, die anfangen zu schreiben, generell sehr wichtig, gute Dialoge zu schreiben. Ja. Weil wir alle durch Dialoge gehen mussten, durch die Dialoghölle gehen mussten, wo man einfach Sachen spricht, die man im Leben nicht so sagen würde. Ja? Ich aß gestern mit meiner Schwester. Weißt du, anstelle von ich habe gegessen. Ja. So kleine Sachen, also das, wo man sich sagt, hallo? Also so, weißt du? Und sehr erklärerisch. Oder weißt du, Dinge, die, das ist ja die Kunst von Dialogschreiben, dass man nicht Sachen dauernd, ich sag mal, Rosamunde Pilcher ist das schlechteste Beispiel für schlechte Dialoge. Ja. William, Schwester Herz, was ist Mary? Weißt du, es wird in jedem Dialog gesagt, wer, ach, das ist die Schwester, ach, das genau, ist so. Erklärt alle immer Informationen, alles Erklärung und so weiter. Und du musst es schaffen, dass die Dialoge nichts erklären, sondern im Grunde genommen, dass sich die Szene selbst mitteilt plötzlich. Du bist in dieser Szene drin, die reden ganz normal, wie sie reden würden, wenn keine Kamera da stehen würde. Und da muss es natürlich noch lustig sein, es soll entertaining sein. Also das ist so eine Sache, da bin ich sehr besessen an meinen Dialogen, arbeite ich sehr, sehr, sehr versessen. Okay, wie lange hast du denn am Buch geschrieben für Männerherzen 2? Am Buch für Männerherzen 2 nicht so lange, 6-7 Monate, aber das ging natürlich auch viel schneller als der erste, weil die Figuren waren ja schon da. Die Figuren waren da, die Geschichten waren am Laufen. Jetzt konnte ich sozusagen, es war so wie, man hatte den,
die Figuren, die Karten waren jetzt da, man konnte jetzt spielen. Aber im ersten musste ich natürlich erstmal alles erfinden, die Karten erstmal malen sozusagen. Aber es wird auch für Leute, die den ersten nicht gesehen haben, sich trotzdem lohnen, in den zweiten zu gehen, absolut, oder? Absolut. Also wir haben ja auch beim Testscreening gesehen, auch Leute, die den ersten nicht gesehen hatten, haben alles verstanden und hatten einen Riesenspaß. Und waren teilweise total überrascht, weil sie dann Sachen gleich noch so mitdenken mussten und dann haben es so mit dem Film dann verstanden, in welchem Verhältnis die zueinander stehen und so. Und wo die sich getroffen haben. Ja, funktioniert absolut. Okay, super. Du hattest ja gesagt, dass Florian 7-mal zum Casting kommen musste. Was war denn? Ich glaube 7-mal. Ja, ich glaube, du sagst es auch im Audiokommentar. Mhm. Was war denn dann am Schluss entscheidend, dass er tatsächlich die Rolle noch gekriegt hat? Mein Gott, also oder für mich war der Florian von Anfang an der Favorit. Für mich war er der Favorit. Weil er ist ein brillanter Schauspieler, ja, also ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler einfach, handwerklich, rein technisch. Er ist auch jemand, der Rollen mit einem Charme und einer Leichtigkeit erfüllen kann, die sonst eine Schwere bekommen würden und die auch zum Teil unsympathisch wirken können. Also wenn man mal sich überlegt, die Figur, die der Florian gespielt hat im ersten Teil, bei mir, ist eine Figur, die kurz vor der Hochzeit steht, und Zweifel hat. Ja. Ja, und plötzlich nochmal mit so einer Blondine abhaut, so ungefähr. Ja. Du kannst dir eigentlich keine unsympathische Figur für eine Frau, für Frauen, weibliche Zuschauer vorstellen. Welche Frau will so eine Rolle sehen? Welche Frau hat Bock, einen Typen zu sehen, der vor der Hochzeit plötzlich nochmal denkt, er muss eine Affäre haben? Niemand. Das wusste ich. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn, dann brauche ich einen wie Flo. Ja. Den man trotzdem auch als Frau gerne zusieht, dem man auch sowas verzeiht, mit dem man sich sogar mitfühlen, einfühlen kann, weil er nimmt es ja auch ernst, man sieht seinen Zweifel bei ihm. Er ist kein oberflächlicher Schauspieler. Ja. Du merkst bei ihm, auch in dieser Rolle, er legt eine Ernsthaftigkeit hinein, bei aller Komik, wo man merkt, der hat wirklich, dieses Problem ist groß, er macht sich so einen Kopf, Junge, ja, ja. Du machst den Kopf, und deswegen haben die Leute, wusste ich, er kann einer der Schauspieler sein, wo diese Story auch für Frauen funktioniert, dass sie diese Story annehmen überhaupt. Weil eigentlich haben sie keinen Bock drauf, sowas zu sehen, glaube ja. ich. Ganz ehrlich zu sein. Es war jetzt nicht eine mega sympathische, wenn es jetzt ein anderer gespielt hätte es leicht nach hinten losgehen können. Und das wusste ich.